Name ist Gerlinde Kaltenbrunner. Ich komme ursprünglich aus Spital am Bürn im südlichen Oberösterreich und wohne aber seit 5 Jahren in Attersee am Attersee. Mein Lebensmotto ist: Unterschätze niemals die Kraft deiner Träume. Das ist auch das, was ich gerne an Menschen weitergebe, dass wenn sie wirklich was aus tiefstem Herzen wollen, dann gibt es einen Weg, das auch zu erreichen. Meine Anfänge des Bergsteigens haben in Spital am Bürn begonnen mit dem Gemeindepfarrer. Damals, da war ich noch ein kleines Mädel, so 7, 8 Jahre alt. Das heißt, ich bin immer am Sonntag in die Kirchen gegangen und gleich nach der Messe sind wir gemeinsam aufgebrochen zum Bergsteigen. Und daraus hat sich für mich schon in jungen Jahren die Begeisterung für die Berge stark entwickelt. Meine Motivation, die ganz großen Berge zu besteigen, ist einfach die schlichte, tiefe Begeisterung für die Bergwelt, für die Natur. Meine tägliche Yoga-Praxis ist mir einfach sehr, sehr wichtig, weil es durch die Meditation, durch die Atemübungen und die Körperübungen ganz viel Ruhe und Zentriertheit in mein Leben bringt. Ja, seit vielen Jahren ernähre ich mich rein pflanzlich, möglichst regionale Produkte, um körperlich wirklich topfit zu sein. Ich habe das Gefühl, dass Frauen wirklich ähnliche gute Leistungen bringen wie Männer. Ich glaube, Frauen trauen sich jetzt einfach auch mehr. Und ich habe schon bemerkt, gerade auch beim Skitouren gehen im Winter zum Beispiel, wie viele Frauen miteinander unterwegs sind. Und es ist echt schön zu sehen, dass mehr und mehr Frauen nachkommen. Frauen, die das professionell betreiben wollen, glaube ich, ist ganz wichtig, dass sie zwar immer wieder versuchen, ihre Grenze zu verschieben, aber sie ja nie zu überschreiten. Das intensivste Erlebnis überhaupt war, nach so vielen Versuchen endlich am Gipfel vom K2 stehen zu dürfen. Das war das Großartigste überhaupt. Ich habe mir so gewünscht, jetzt sind wir da.